Jo, meine Star Wars-Freunde, und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir sind bei den Gormarks angekommen. Hört man mich überhaupt richtig? Denn meine Mikrofon. Hier bei meinem Kopfhörer mal ein bisschen leiser machen. Generell beim Spiel erstmal ein bisschen leiser machen. Irgendwie ist gerade alles lauter geworden. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei den Gormarks angekommen. Ich habe mein Mikrofon ein bisschen anders positioniert. Deswegen kann es sein, dass das ein bisschen leiser klingt oder lauter, was weiß ich. Das werdet ihr dann aber erfahren. Warum ist denn jetzt das Spiel so laut? Ich weiß nicht. Effekte. Boah, Alter. Also wirklich, die Effekte sind so nervig. Jetzt ist es besser. Gut, ja, so, wie weit müssen wir uns da durchschnitzen? Nicht weit, also das geht ja schnell. Was sind aber diese Gormarks? Also, ich frag mich schon, was sind diese Wars? Aber jetzt haben wir diese Gormarks. Was sind die eigentlich? Also, da habe ich noch mehr Fragezeichen. Das ist mir noch eine Stufe fraglicher. Ich kann es nicht anders sagen, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig. Es gibt halt so viele Rassen in Star Wars, das ist verrückt, echt. Und so viele Fraktionen auch noch. Man denkt so, okay, dunkle Seite, helle Seite und vielleicht noch das Kopfgeld. Aber nee, es gibt so viele andere noch. Kartells, dann gibt es noch Schmuggelwaren, dann gibt es noch komische Widerstände. Das heißt, ich noch Einheimische und noch mehr. Ich kann sie ja nicht mal alle aufzählen. Oh nein, das war ein Lieutenant in Ruhe. Gut, hier ist Action. Guck mal, auf der Karte. Kann man da rauf? Lol, wenn man da rauf kann, ist ja voll geil. Okay, bin mal gespannt, was hier los ist. Zerstöre den ersten Kraftgenerator, zerstöre den zweiten. Wie mache ich denn das? Ah, ich muss da rauf, okay. Ja, das wird ja was. Alles gut. Aber das sieht mehr aus wie so ein Bossraum hier. Ich finde mein neues Setup, was ich hier aufgebaut habe, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal einen Screenshot machen. Finde ich viel, viel bequemer. Also wirklich, ich habe jetzt auch viel mehr Lust aufzunehmen. Weil davor, keine Ahnung, habe ich es einfach aus Zwang gemacht. Aber jetzt finde ich es halt viel bequemer. Deswegen sage ich ja, Dezember wird das geilste überhaupt. Der geilste Monat, die geilste Zeit. Und dann zum nächsten Jahr auch nochmal geil. Und dann kommt ja Weihnachten und so. Ich habe mir schon überlegt, direkt am Januar mit einem kleinen Remake zu starten über ein Projekt, das ich schon mal auf meinem Kanal gemacht habe, ganz am Anfang. Aber viel will ich jetzt aber nicht noch verraten. Habe euch schon ein paar Tipps gegeben. Gut. Haben wir kaputt gemacht? Habe ich Boom Boom gemacht? Jawohl. Hier will ich noch meine Berater hier holen. Aufklärungsruine und Suchtruine. Die bringen mir zwar keine Vorteile, aber es ist immer schön, die hinterher zu haben. Weil die fliegen immer rum oder krabbeln hier rum, das ist cool gemacht. Das gefällt mir immer. Spielen nur noch als Buttonschmerzer. Als Buttonschmerzer. So, da haben wir gleich die ganzen Gormarks weggeballert. Hey, wo werden die anderen hin? Oh, ich muss gleich niesen. Ja. Gesundheit. Ja, das wird schon wieder. Ich kann es auch gleich sagen, Gesundheit. Gut. Und haben wir das zweite auch noch. Besiege den Gorma-Kriegsmeister, besiege die Hüter des Kriegsherrn. Was für ein Ding? Ach, das sind die Kriegsherren? Okay. Die Hüter können mir mal aufflecken.
Das sind eh nur irgendwelche Sklaven. Also euch mal schnell fertig. Falls ich übrigens komplett fertig klinge. Es ist abends um 23 Uhr, aber ich habe halt gerade einfach Bock auf Old Republic. Und ich möchte ja noch in diesem Jahr fertig sein mit der Story. Und ich glaube, es kommt ja nur noch Korea, der Planet. Und danach eigentlich nichts mehr, oder? Habe ich das noch so im Sinne? Ich wusste zwar davon nicht, dass wir noch nach Boss müssen, aber ich glaube, viele Planeten kommen da jetzt auch nicht mehr. Halt, wie gesagt, nur noch Korea. Na komm. Hör auf hier, Hampelmann zu spielen. So, haben wir. Jetzt muss ich wieder irgendwo hin. Kehre zur Biddick. Was? Hauptquartier. Zurück. Ach, da wieder. Also, wieder laufen. Ich sag's so oft wieder. Kann ich mich da auch hin teleportieren einfach? Warte. Ja, ich kann von dort aus laufen. Ist auch okay. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich finde die Musik richtig geil hier in diesem Spiel. So, ich höre die gerade das erste Mal richtig, weil ich meine Kopfhörer auch habe. Da höre ich ja in jeden Klang, weil das hier Surround ist. Aber das ist schon krass, die mal zu hören. Aber eigentlich höre ich die immer nie. Gut, Jungs. Der Gaumark-Kriegsherr ist tot. Ich bin hier, um den Knochenanhänger abzuholen. Oh, ich habe meine Finger geknackt. Hilfe erfahren. Mein Talisman gehört euch. Ja, sag mal, wieso bin ich so rot? War ich schon immer so rot? Na gut, zum Glück bleibt es dabei. Ich weiß dazu. Ich hätte euch umgebracht, wenn ihr euer Versprechen nicht eingehalten hättet. Ach, ich hätte wieder das Falsche genommen. Alles hat seinen Preis. Lebt wohl. Tschüssi. Ach, da ist wieder die Stimme des Imperators. Ihr besitzt nun den Segen der Einheit und den Knochenanhänger. Ich habe euch geführt. Jetzt benötige ich eure Hilfe. Ich muss in eure Haut schlüpfen, die Kontrolle über euch übernehmen. Ihr werdet es gar nicht merken. Ja, aber warum denn? Was habt ihr vor? Das kann ich euch nicht sagen. Aber ich werde euch für eure Hilfe belohnen. Willigt ein. Ich brauche euren Körper nur für wenige Augenblicke. Na gut, wenn wir es schnell machen. Ihr habt mein Einverständnis. Dann ist es beschlossen. Jetzt machen wir hier so einen Transfer, Alter. Na gut. Guck nicht hin. Diese Geräusche. Ist das jetzt. Ist das jetzt unser Traumwelt das oder was? Das war es schon. Ach, es war schon. Dank. Okay. Gern geschehen, habe ich gern gemacht. Einfach so meinen Körper verschenkt. Schön, dass ich helfen konnte. Wir werden uns wiedersehen, wenn sich eure Reise dem Ende neigt. Dann habe ich ein Geschenk für euch. Der Segen zeigt euch das Tor zur Kammer des dunklen Herzens. Und wieso kriegen wir es nicht jetzt schon? Der Anhänger wird es öffnen. Trefft euch mit Murbeggen in den Albtraumlanden, um Zugang zum dunklen Herz zu erlangen. Er ist von eurer Art. Aber natürlich ist es. Ui, was habe ich denn da für eine Weste bekommen? Die sieht irgendwie voll interessant aus. Ach, okay, nee, langweilig. Es ist halt fast dasselbe wie das hier. Ich kriege aber auch keine guten Outfits hier. Mehr. Wo muss ich denn jetzt wieder hin? Oh, zum dunklen Herz. Zur Wissensgalerie. Also wieder 100 Meter laufen. Bruder, die machen ja am Ende nur noch solche riesigen Laufwege. Wirklich. Ich muss da jetzt eine halbe Ewigkeit laufen. Ja, geil. Und, aber schneide nicht. So, okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Nach der langen, langen Reise sind wir... Oh mein Gott, was ist das für ein Levelaufbau? Was ist das? Sag mal, ist das ein Labyrinth oder was? Aber okay, ich überlebe das. Vielleicht ist das auch schon das Finale und danach gehen wir auch wieder zu einem anderen Planeten, ne? Oh ja, ein Kollege, der für mich aufräumt. Was für ein Ehrenmann.
Oh mein Gott, er ist so ein netter Kerl. Wieso bin ich eigentlich so lahmarschig? Stimmt, ich bin ja ein Juggernaut. Die sind alle immer so lahmarschig. Gut. Oh, öffne das Tor. Yep. Hallo, darf ich rein? Bitte, lassen Sie mich rein. Au, oh, hat kurz angebrannt. Ach, meine Finger. Was habe ich da jetzt in der Hand? Achso, ich habe da extra so ein Teil, was ich da reinpacken kann. Und dann geht wahrscheinlich die Tür auf. Dann geht die Tür auf. Schänder. Eindringling. Nee, das stimmt nicht so ganz. Warnt euch. Zurück. Geht los. Auf. Dann leg. Der Tod lauert. Na los, dann leg. Los. Okay, das hat keinen Sinn gemacht. Na los, komm, kämpf mit mir, ja? Bist du Stress? Ich bin bereit, dem Tod ins Auge zu sehen. Er wird euch ereilen. Jetzt. Chill, Brudi. Okay. Die zunehmende dunkle Energie. Oh Gott, ich habe ein Time Limit. 1:14. Und was soll ich jetzt hier machen? Auf Gegner warten. Die zum Schnitzeln. Ach, jetzt ist der Timer weg, okay. Wofür war jetzt der Timer? Hä? Oder war der jetzt ein bestimmter Trigger? Was war das? Egal, schnitzeln wir erstmal irgendwelche Phantome. Also ich schätze mal, das sind Phantome. Ja, die können ja nicht einfach so erscheinen. Oh Gott, hier kommen so viele davon. Egal, die sind so einfach zu töten. Du sollst sie nicht looten. Du sollst sie einfach töten. Muhaha. So, hier noch. Gott, betritt die Hauptkammer. Es ist wirklich so ein Prüfungsraum oder so. Ah, fuck. Schulprüfung. So, untersuchen. Wieso dauert das so lange? Nicht weiter. Hört auf. Verkörperung des Todes. Der Tod selbst. Ich kann diese Stimme nicht ernst nehmen. Egal. Wir gehen weiter. Sprich mit der Stimme des Imperators. Was will denn der Imperator? Okay. Bestimmt wieder ernste Dinge hier. Zorn kommt zu mir. Ich bin euer Imperator. Warte, was? Du bist der Imperator? Ich dachte, Malbus ist der Imperator. Darth Barras spielt alte Spielchen. Er hat mich hergelockt, weil er wusste, dass dieser Körper an diesem Ort festgehalten werden kann. Er muss sterben. Barras wird für seinen Verrat bezahlen. Meine Flucht ist vorrangig. Selmakors dunkle Geheimnisse sind von Bedeutung. Aber sie müssen warten. Ich muss befreit werden. Ich komme ein anderes Mal wieder, um mir zu holen, was ich brauche. Ihr solltet den Körper aufgeben, sonst wird das nichts. Könnt ihr diese Hülle nicht einfach verlassen? Ich bin nur dann frei, wenn dieser Körper stirbt. Diese Unaufmerksamkeit wird sich nicht wiederholen. Aber im Moment macht mir die Wesenheit Selmakors einen Selbstmord unmöglich. Ich lasse meine Verteidigung fallen und werde diesen Körper von meinem Zorn töten lassen. Wie ihr wünscht, mein Meister. Ich stehe euren Befehlen zur Verfügung. Ich bin bereit. Tötet mich. Nein! Auf ewig gebunden! Oh nein, er wurde weggestoßen. Was zum Teufel? Selmakor, nimm diesen Körper, diese Macht. Selmakor? Zum Teufel ist das denn jetzt schon wieder? Oh Gott, besiege Selmakors Schergen. Na, das wird ja nichts Schlimmes. Okay, Prospette gegen Selmakor. Ist der Gormak-Anführer? Könnte ich mir wahrscheinlich schätzen, weil ich hier nur gegen
Gormax kämpfe. Das ist mal ein Finale, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und ich finde irgendwie die Thematik richtig interessant. Mit diesen Boss-Einwohnern und die Stimme des Imperators, die hier die gefangen ist, hier in so einem Körper. Und dann hier mit Selma, der den Körper an sich haben will. Das ist schon echt coole Story. Wieso gibt es das nicht mal in den Filmen oder in den Disney-Serien? Das wäre mal cool. Selma Cora verliert die Kontrolle. Was muss ich machen? Mach dich bereit, ja. Für was denn? Für einen Toast? Für ein Bacon? Hallo? Ah. Selma Cora, lass den Imperator in Ruhe. Du kannst eh nichts mehr anrichten. Ich weiß zwar immer noch nicht, wer er ist, aber egal. Wer meinen Imperator hier angreifen will, der muss erstmal an mir vorbei. Er ist eh gleich tot. Irgendwann, warum ist denn jeder Gegner gleich mit drei Schlägen tot? Und down. Doch. Diese Wesenheit ist besiegt. Das Leben schwindet aus dem Körper. Ihr habt euch gut geschlagen, mein Zorn. Sobald ich frei bin, wird die Hand erfahren, was vorgefallen ist. Ich lasse mich kein zweites Mal fangen. Sie werden euch weiterhin leiten, um Darth Barras Pläne zu vereiteln. Gut, ich hab's verstanden. Dann viel Spaß dir. Ihr sterbt nicht schnell genug. Naja, er wollte ja seinen Tod, also ist das eigentlich die richtige Wahl. Oh Gott, aber doch nicht so brutal. Du hättest ja auch einfach das Lichtschwert nehmen können und dann einmal reinstechen können. Okay, das war wirklich das Finale. Ich habe wirklich nur geraten. Gut, Leute. Das war das Finale hier auf Voss. Dann geht's wahrscheinlich gleich weiter mit Korea. Und dann nähern wir uns immer mehr dem richtigen Finale. Wahrscheinlich gegen Barros. Ja, ich hoffe, ihr hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.